Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Geheimakte Tunguska. Wir werden mal wieder hier hochschauen, weil ich glaube, wir haben unten gerade nichts zu tun. Und dann gehen wir mal hier rein. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem hier machen, aber ich habe hier einen leckeren Fisch. Und ich dachte schon, sie hätten sich 3 Tage nicht gewaschen. Gleich haue ich ihm den Fisch links und rechts um die Ohren. Ach so, okay. Hier, Fisch. Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einen im Kahn hat, roh wird er den wohl kaum verspeisen wollen. Schade. Okay, okay. Kann ich es ihm jetzt nochmal geben? Nee. Was zum Teufel soll ich jetzt... Okay, okay, ach, ich kann ihn ja selber anbraten. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ist der jetzt fertig? Das Blech ist viel zu heiß. Ach, das Blech ist zu heiß für den Herrn. Oh mei. Okay. Das Wasser ist komplett verdunstet. Übrig geblieben ist nur eine kleine Salzkruste. Okay. Ich wollte damit jetzt den Fisch irgendwie... Na, salzen. So, ich glaube, ich nehme das doch jetzt erstmal wieder mit. Ich glaube, das können wir doch noch erst hier gebrauchen. Aber ich wette, wir müssen es da noch drüber hängen. Ich weiß nur noch nicht wann. So, kann ich damit... Ja. So, salzen? Nee. Fertig? Mein Herr, es ist angerichtet. Fisch. Ich rieche Fisch. Essen. Da fehlt die Zitrone. Wirt, bring mir Zitrone. Ein Fisch ohne Zitrone ist wie eine Flasche ohne Whisky. Wirt! Gib mir eine Zitrone. Sofort. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem noch mal stören? Wenn's sein muss? Ja. Ich will eine Zitrone. Zitronen haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Mein Kompliment. Sie lernen schnell. Ja, das bleibt mir übrig. Wegen Klaus? Ja, ohne Zitrone will er seinen Fisch nicht essen. Bringen Sie mir eine und ich werde sie Ihnen vielleicht sogar zurechtschneiden. Sie sind ein Held. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie? 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch, 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Wird schon. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Okay. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Ich habe mir eingebildet, dass man kurz noch ein bisschen die Schnarchgeräusche gehört hat, obwohl er wach ist. Sondern ich glaube, jetzt müssen wir das hier machen. Jetzt gehen wir nochmal woanders hin. Oh. Da kommt der LKW mit der Ware für den Markt. Vielleicht hält er ja. Dann haben sie auch ihre gewünschte Gesellschaft. Der LKW-Fahrer scheint neu zu sein. Kennt wohl die Strecke nicht und kann keine Verkehrsschilder lesen. Ja,
Die Jugend von heute. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Ich sollte mal nach dem Fahrer schauen. Ja, solltest du wirklich und ein schlechtes Gewissen haben. Glück gehabt. Der LKW-Fahrer scheint die Kurve noch gekriegt zu haben. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn dem was passiert wäre. Ja. Schäm dich. Ich nehme nur die Flagge jetzt mal wieder mit. Vielleicht brauchen wir die nochmal für was anderes und dann ist das wohl besser so. Alter, gesundes Zeugs. Und ich habe Glück. Sogar eine Zitrone ist dabei. Yippie! Kann ich sonst noch? Eine Kiste voller Obst und Gemüse. Die muss der Laster verloren haben, als er hier ins Schleudern gekommen ist. Du bist so gemein, Max. Wirklich. Bist nicht besser als Nina. Die macht halt alle Träume kaputt und du baust Unfälle. Hier. Die könnten Sie Ihrem wortgewaltigen Gast überreichen, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt. Oh, da wird er sich bestimmt freuen. Und dann hoffentlich auch mal die Klappe halten. Hier, deine Zitrone. Wurde ja auch Zeit. Setz dich zu mir. Undank ist der Weltenlohn. So, und jetzt können wir bestimmt den Schlüssel nehmen. Finger weg! Mist. Er kann den Schlüssel selbst von da hinten sehen. Wenn ich ihm so beim Essen zusehe, vergeht mir auf absehbare Zeit der Appetit auf Fisch. Oh, wieso ist er so eklig? Hallo, geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Offensichtlich ist es bei manchen Leuten egal, ob sie wach sind oder schlafen. Die Kommunikationsfähigkeiten sind immer gleich ausgeprägt. Okay. Komme ich jetzt an einen Schlüssel? So ein Mist. Wieso? Sowas ist schon unter Freunden nicht lustig. Außerdem weiß ich nicht, wie er reagieren wird. Und ich brauche die meisten meiner Zähne noch. Oh, okay. Ich weiß eh nicht genau, was du damit jetzt machen wolltest. Ich bin überfragt. Soll ich es nochmal überhängen? Weiß auch nicht, wieso. Okay, kann ich... Mein Handy mit allem Schnickschnack. Man kann damit sogar telefonieren. Wie er dasselbe sagt wie Nina. Ich würde ja schon gerne wissen, wie es Nina geht. Aber wahrscheinlich störe ich sie nur gerade bei irgendwas Wichtigem. Sie wollte dir doch irgendwas schicken. Okay, aber da unten war ja nichts mehr, oder? Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Ja, hier war ja sonst nichts. Wieso auch immer, lieber zu viel Wasser haben als zu wenig, ich sag's euch. So. Gut. Oh, voll assi. Sowas ist schon unter Freunden nicht los. Okay. Ja, sorry. Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Okay. Wenn ich es schnell und unauffällig mache, sieht der Barkeeper es hoffentlich nicht. Mal sehen, ob er den Unterschied schmeckt. Mensch, Klaus! Wenn ich dir die ganze Zeit beim Essen zusehen muss, kriege ich aber auch allmählich Hunger. Ich werde mal meinen Whisky holen. Gut. So leicht war es also. Sieht so aus, als hätte er den Unterschied tatsächlich bemerkt. Ja, weh. Nimm schnell den Schlüssel und dann hau ab. Ich bin mir sicher,
In diesem Abenteuer ist diese Aktion eine absolute Schlüsselszene. Haha, Max, du bist so witzig. Haha. Oh Mann. Gut. Dann auf geht's. Ui, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Komm, Fackel braucht man immer. Nimm. Okay, da hinten kann ich wohl nicht hin. Gut. Ein langes, angenageltes Holzbrett. Kann ich das mitnehmen? Das Brett ist festgenagelt. Boah, hab dich doch nicht so. Nein? Schade. Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei oder die Gäste sind sehr, sehr durstig. Nehmen wir mal den Whisky mit. Einige volle und ein paar leere Flaschen werden wohl zum Abfüllen aus den Whiskyfässern benutzt. So, dann schnappen wir uns den. In so einem Ding habe ich mir früher mal die Finger eingeklemmt. Weiß nicht, damit muss man doch bestimmt irgendwas machen. Aber nicht das. Das scheinbar auch nicht. Okay. Dann geben wir dem Herrn doch erstmal seinen Whisky. Zack. Das Angebot mit dem Boot und dem Whisky gilt doch noch, oder? Klar. Dann habe ich hier was für Sie. Danke. Lang wird das zwar nicht mehr reichen, aber ich wollte sowieso bald los. Ich werde mich dann auf die Socken machen, sobald die Flasche leer ist. Machen Sie das Boot bitte wieder richtig fest, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Klar, kein Problem und vielen Dank. Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Sie auch? Yippie! Das muss so unangenehm sein. Er muss die ganze Zeit in nassen Klamotten rumlaufen. Ich finde, das ist... Da tut er mir schon ein bisschen leid, der Max. Mein Gott, das ist ja alles völlig verwildert und halb verfallen. Ob dieser Morangi hier wirklich noch wohnt? Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Helfen Sie mir! Puh, mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob wir dem helfen. Was machen Sie denn da unten? Man hat mich hier eingesperrt. Bitte helfen Sie mir und holen Sie mich hier raus. Aber wie? Keine Ahnung. Lassen Sie sich was einfallen. Aber ich habe mir den Knöchel verbraucht und ich bin keine 30 mehr. Also werfen Sie mir nicht einfach ein Seil runter. Das habe ich schon während meiner Schulzeit nie geschafft. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich befürchte, nein. Hier unten ist aber eine Tür, die ich nicht aufkriege. Vielleicht finden Sie ja eine Möglichkeit, sie von außen zu öffnen. Klar, kein Problem. Wie komme ich denn zu der Tür? Sie werden lachen, aber ich habe keine Ahnung. War noch nie hier unten und weiß nicht, wie man von der Burg aus zum Brunnen kommt. Es muss irgendwo einen Geheimgang oder sowas in der Art geben. Sie sind doch Ken Morangi, oder? Ja, ich bin Lord Morangi. Wieso? Wenn Sie hier wohnen, müssten Sie sich doch eigentlich auskennen. Ja, das habe ich auch immer geglaubt. Okay, ich werde mich mal umschauen. Vielen Dank. Ja, man hilft, wo man kann. Huch, oh Gott, Entschuldigung, habe ich mich verklickt. Da unten hockt der verletzte Morangi und wartet darauf, dass ich ihn endlich aus seinem Gefängnis befreie. Ja, wir helfen ihm ja dann. Wahrscheinlich muss ich ein Ritter der Tafelrunde sein, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Ach nee, das schaffst du auch so. Komm, Max, du bist doch stark und du willst Nina beeindrucken, also. Ich versuch's mal. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ja König Artus. Oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Sehr gut. Ein alter und bereits leicht angefaulter Fensterladen. Ja, nimm mit. Mach gleich sein ganzes Zuhause kaputt.
Ich wollte den Laden einfach nur zumachen und schon habe ich das ganze Ding in der Hand. Stark renovierungsbedürftig. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Du hast es doch mit Absicht kaputt gemacht. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm auf hätte. Okay, Auf der Uhr ist es 7:15. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Verrückt. Das Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Ja, hübsch schaut er aus. Kann ich irgendwas mit dir machen? Nein. Ah, wir haben wieder was zu lesen bekommen. Okay. Beeindruckendes Gemälde. Wirklich dazu gibt es einen Eintrag. Okay. Irland. Max hat in Morangis Bibliothek ein Gemälde entdeckt, auf dem ein Vorfahr des Lords abgebildet ist. William Morangi lebte von 1270 bis 1305 und musste eine beeindruckende Gestalt gewesen sein. Auf dem Gemälde trägt er Schwert, Schild, Helm, Beinschienen, ein prächtiges Amulett und einen goldenen Siegelring. Ich glaube, das ist wichtig. Schwert, Schild, Helm, Beinschienen, ein prächtiges Amulett und goldenen Siegelring. Naja, das können wir ja immer nachlesen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch wichtig ist, weil wieso sollten wir es sonst lesen können? Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Na, Feng Shui, du hast echt keine Ahnung, Max. Ein wirklich schöner Kronleuchter. In diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Ein kleiner Hocker. Gut, dass du das festgestellt hast. Nein, da hoch. Gut, Öllampe. Eine alte Öllampe. Scheint noch ausreichend Öl drin zu sein. Nimm mit, die kannst du bestimmt gebrauchen. Hebel immer betätigen, wenn man einen sieht. Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Die Speerspitzen sind zwar sehr alt und waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Können wir auch mitnehmen. Läuft. Hier war doch noch was genauer. Die meisten Bücher interessieren mich nicht besonders. Aber hier ist auch ein Buch über Schlösser und Burgen, in denen es spukt. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde und sie ihm sogar die ehrenvolle Feuerbestattung verwehrt haben. So wurde er, einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem Eindringling nach dem Leben trachtet. Auch wenn ich nicht an solche Geschichten glaube, die Rettung von Morangi aus dem Brunnen sollte ich besser vor Mitternacht abgeschlossen haben. Ja, beeil dich. Komm, Max. Hopp, hopp. Ein wirklich schöner Kronleuchter. Für was haben wir den jetzt untergelassen? Naja. Das werden wir dann schon noch sehen. Wir schauen uns erstmal weiter um. Wo ging's noch lang? Da sind wir gerade. Nee, sind wir. Gott, ich bin schon ganz verwirrt. Okay, hier waren wir noch nicht, Gott sei Dank. Was ist das? Kerzenalter. Die Kerze ist fast komplett runtergebrannt. Okay, gut zu wissen. Eine echte Folterkammer. Im Museum finde ich sowas ja immer ganz amüsant. Aber wenn ich mich hier so umsehe und mir vorstelle, dass hier wirklich Menschen zu Tode gefoltert wurden, da hört der Spaß auf. Vor allem, dass Morangi hier auch noch lebt und alles schaut so verwüstet aus und dann noch die Folterkammer. Ich finde das komisch. Damit wurden wohl früher die Gefangenen festgekettet. Nimm mit. Huch. Klar, warum das Ding Eiserne Jungfrau heißt. Die Dornen sind so spitz. Freiwillig würde ich die auch nicht anfassen.
Nee, so hübsch schaut es jetzt auch nicht aus, oder? Ideal für Menschen, bei denen das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht. Ich bin mit meiner Figur, so wie sie derzeit ist, eigentlich ganz zufrieden. Dann halt nicht, Max. Die Kohlen sind kalt. Ich will mir jetzt nicht vorstellen, wozu man die früher in einer Folterkammer gebraucht hat. Ja, du nimmst sie auf jeden Fall mit. Die brauchen wir hundertprozentig. Stimmungsvolle Dekoration. Ich hoffe wirklich, dass es nur Dekoration ist. Ja, das hoffe ich doch mal auch. So, das war jetzt der erste Raum. Dann kommt jetzt der hier. Ich kann die andere Kerze auch angucken. Was mache ich denn erst? Ah, da ist auch irgendwas. Okay. Gut. Der kleine Draht hängt traurig am Kerzenhalter. Oh. Na, hätte ja sein können, dass ich hier gleich rumkombinieren kann. Hier wollte ich rein. Okay. Das Zimmer ist natürlich schon wieder schick. Landschaftsgemälde. Wenn ich mich nicht irre, könnte die Landschaft rund um die Burg als Motiv gedient haben. Typisch irisches Wetter. Eigentlich sollte man an solchen Tagen einfach im Bett bleiben. Ja, das kann ich. Also würde ich auch lieber machen. Eine Statue. Wahrscheinlich von einem der Morangis. Hübsch. Die Statue ist massiv. Die lässt sich nicht bewegen. Ja. Ach, kann ich dem vielleicht, Was war das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob ich mit meiner Aktion irgendeinen Mechanismus ausgelöst hätte. Oh yeah. So, was haben wir denn hier? Kniestrümpfe, lange Unterhosen. Nichts, um was ich den Eigentümer unbedingt beneiden würde. Hoppla, was ist das denn? Ja, vor allem durchsuch halt seinen ganzen Scheiß. Was ist los mit dir? Okay, ich weiß noch nicht, was ich... Aber gut, gut. Ein absoluter Traum. Mit sowas kriegt man jede Frau rum. Wenn Nina doch nur hier wäre. Ja, aber hier ist es jetzt auch nicht so cool, dass du sie hier ins Bett kriegen würdest, um ehrlich zu sein. Ich find's hier eher ein bisschen gruselig. Die Gemälde scheinen sehr alt zu sein. Schon möglich, dass es hier vor ein paar Jahrhunderten so aussah. Ein schwerer Vorhang. Könnte aus Brokat sein. Okay. Ein Durchgang. Es geht einige Stufen runter in einen dunklen Gang. Riecht ziemlich modrig. Was mich da unten wohl erwartet? Ja, ich will da nicht unbedingt hin. Da ist bestimmt zu dunkel. Er braucht bestimmt irgendwie Licht. Ach nee, nicht mal. Okay, ja, bevor wir uns hier weiter umschauen, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.